bei einer nerdigen Familie und bei einer coolen Familie und werden herausfinden, bei wem es sich dann doch besser lebt und wer am Ende die bessere Wahl für uns ist. Wir fangen an mit der Nerdfamilie. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! So, ich habe hier nämlich schon ein Haus gefunden. Das sieht relativ, weiß ich gar nicht, wer da drinnen wohnt, ne? Familie oder coole Familie. Ich klingel auf jeden Fall mal und schau, wer mir aufmacht. Das ist ja auch schon ein bisschen später. Ich brauche auch einen Platz zum Schlafen. Bitte, bitte, mach jemand auf. Hallo. Oh, perfekt. Das ist genau, was ich dachte. Das ist garantiert die Nerdfamilie. Hallo? Hi, ich bin auf der Suche nach einer neuen Familie und ich dachte, ihr seid sicher auch auf der Suche nach einem neuen Kind. Und hier bin ich. Ich bin Ranja. Oh, da hinten ist auch schon der Ehemann. Der sieht auch aus, als wäre der richtig nerdy. Richard, brauchen wir ein Kind? Och klar, sagt der Mann. Wieso nicht? Oh, perfekt. Zockst du? Ich habe früher gerne Sims auf meinem PC gespielt. Zählt das? Kennst du dich mit Computern aus? Also, ich weiß, wie man sie an- und ausschaltet. Ich kann sie bedienen. Wie manchmal, wenn es Fehler gibt, dann werde ich ein bisschen wütend. Aber abgesehen davon, Mittel? Naja, von mir aus. Warte, ist das eine Voraussetzung, dass ich hier in der... Okay, die sitzen halt auch einfach auf dem Sofa und gucken ins Nichts, gell? Okay, so, Leute, was macht ihr denn so... aus Spaß und der Freude. Sie hat jetzt einfach einen Laptop rausgeholt. Und er ein iPad? Leute, habt ihr vielleicht Lust, irgendwie was zu unternehmen? Wir könnten was essen gehen vielleicht? Ist doch Pizza im Kühlschrank. Yay, Tiefkühlpizza. Ich mach welche rein. Okay, im Kühlschrank. Oh, ist es nicht mal Tiefkühlpizza? Es ist einfach kalte Pizza vom Vortag. Na gut, schmeckt trotzdem gut. Pizza ist immer lecker. Aber ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Wollt ihr auch was? Es ist nur noch ein Stück da. Ist es okay, wenn ich das einfach aufesse? Okay. Okay, vielleicht können wir einkaufen gehen, dann können wir neue Sachen kaufen. Geht nicht. Ich habe mein ganzes Geld für Robux ausgegeben. Oh, das passiert mir auch immer. Das verstehe ich. Leute, dann... Ich glaube, ihr seid beide beschäftigt. Dann gucke ich mich einfach beim Haus um und schau mal, wo mein Zimmer ist. Ich glaube, nämlich hier oben die Treppe hoch. Oh, hier ist auch einfach ein Computer. Einfach so mitten im Gang. Du kommst die Treppe hoch. Andere Leute haben hier Möbel stehen, so keine Ahnung, Garderoben für ihre Klamotten. Hier ist ein kleiner Schrank und dann ist hier einfach instant der Computer und dann geht's hier ins Schlafzimmer. Okay, das ist, glaube ich, das erste Schlafzimmer. Dann schlafe ich wahrscheinlich eher hier. Das sieht mehr aus nach einem Kinderzimmer. Ist auch schon spät. Morgen ist sicher ein unterhaltsamerer Tag. Gute Nacht! Ach, ich habe gut geschlafen. Ist auch immer schön in einem neuen Bett. Und dann gucken wir mal. Ich werde ein bisschen krank, vielleicht gehe ich nicht in die Schule. Guten Morgen, sind die schon wach? Oh, natürlich stehen die schon. Oh, wow, ich wusste nicht mal, dass dieses Stockwerk existiert. Ist das euer Ernst? Leute, das ist ein Haus. Ihr kommt hier rein, hier ist instant die Treppe. Wie könnt ihr denn nicht wissen, dass ihr noch ein ganzes extra Stockwerk habt? Ich wusste es auch nicht. Naja, wo ist deine Tasche? Wie jetzt meine Tasche? Leute, es ist 6 Uhr morgens. Ich will was frühstücken. Warum hast du hier schon einen Rucksack um und du auch? Und den Laptop. Nächster Frühstück. Wir gehen lernen. Lernen? Aber ich gehe doch schon in 2 Stunden in die Schule. Was soll ich denn jetzt noch lernen? 2 Stunden lernen vor der Schule. Ist das euer Ernst? Okay, ich hatte halt gestern nur dieses eine Stück kalte Pizza. Ich bin ein bisschen hungrig. Los, hol jetzt deine Tasche. Okay. Führt kein Weg vorbei, glaube ich. Dann werde ich mal hochgehen und meine Tasche holen. Okay, ich habe jetzt meinen Schulranzen und dann können wir theoretisch auch einfach losgehen. So, ich bin fertig. Und habt ihr ein Auto? Laufen wir? Wir fahren nicht Bus, oder? Natürlich! Oh Gott, ich bin schon so lange nicht mehr Schulbus gefahren. Oh Gott, heute ist auch ein Mülltag. Heute kommt gleich das Müllauto, da bleibt der Schulbus immer hinterstecken. Ich hasse es. Wo ist denn hier die nächste Bushaltestelle? Sag mal, wo wohnt ihr denn hier am Ende der Welt? Ich kann auch eigentlich zur Schule laufen in dem Tempo. Alles klar, ich bin ja hier. Oh, hab gar nicht geguckt. Da ist der Bus schon. Warte, fährt meine Mutter den Schulbus? Okay. Bisschen crazy, aber gibt wahrscheinlich wildere Sachen. Jeder hat ja irgendwo einen Job und Gamen kann ja nicht ihr Hauptberuf sein. Bist du Busfahrerin, Mama? Und mach den Laptop doch mal weg. Ey. Die ist voll gegen die Schule gefahren. Hoppla, ich musste den Boss noch besiegen. Okay, gut, dann macht Sinn. Wie setzt du dich mit in den Unterricht? Mom, wie peinlich. Ich schätze mal, ich habe jetzt keine Wahl. Ich muss ja nicht so tun, als würde ich sie kennen. Der Bus ist halt auch einfach gegen das Gebäude geparkt. What? Na gut, warten wir mal, bis die Lehrerin kommt. Ranja, setz dich hin und lerne. Ah,
da ist sie ja schon. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Mom, die Schule ist vorbei. Ich bin so froh, dass du die restlichen Stunden nicht mehr mit drin saß. Das war, glaube ich, nur zur Mathe. Wo kommst du her? Natürlich aus dem Tech-Laden. Was hast du gemacht, hä? Ich musste meinen Laptop reparieren. Dass das Ding überhaupt noch Akku hat, ist ein Wunder. Ich wusste gar nicht, dass es hier oben einen Handyladen gibt, aber scheinbar... können wir mir ein neues Handy kaufen? So, jetzt auf in die Stadt. Auf in die Stadt? Das heißt, wir gehen shoppen und wir gehen zum Friseur und wir lassen uns die Nägel machen. Yay! Komm hier rein. Unter dem Handystore ist doch nur die Bücherei. Wie? Ich dachte, wir gehen in die Stadt. Wir gehen in die Bücherei, um hier zu lernen. Ist es dein Ernst? Und um zu gamen scheinbar. Setz dich hin und mach Hausaufgaben. Na schön, dann bleibt mir keine Wahl. Immerhin kriege ich dann gute Noten. Und wenn ich nach Hause komme, kann ich den ganzen Tag vorm PC chillen und spielen. Eigentlich hat es auch Vorteile, in der Nerdfamilie zu wohnen. Wow, meine Tage mit der Nerdfamilie sind jetzt schon vorbei. Eigentlich ging es recht schnell rum. Ich habe die meiste Zeit aber vorm PC verbracht. Aber ich denke, es wird Zeit, mir eine beliebte Familie zu suchen, bei der wir jetzt wohnen können. Und dann können wir am Ende schauen, bei welcher Familie ich für immer einziehe. Weil es hat halt alles ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Und ich entscheide mich nicht gerne einfach so. Wow, das Haus sieht richtig, richtig cool aus. Oh, hoppala, ich bin ins Wasser geplumpst. Ah, Hilfe! Stopp! Hier, nein! So, hoppala, das lief nicht so gut. Aber ich werde mal klingeln, da sehe ich auch schon eine sitzen. Oh, ich glaube, die Tür ist auch einfach auf. Hi! Hi, wer bist du? Ich bin Ronja. Ihr sucht sicher nach einem neuen Kind, oder? Du siehst aus, als wärst du aus einer richtig beliebten Familie. Oh, klar. Wohnst du alleine oder hast du noch jemanden, der mit dir hier lebt? Ich habe einen Mann. Oh, okay, cool. Das freut mich. Dann sind wir nicht nur zu zweit. Macht keinen Sinn. Okay, nice. Das freut mich. Dann sind wir nicht nur zu zweit. Und ich gucke mir mal dein Haus an. Magst du mitkommen? Komm mit hoch, dann kannst du den hängen. Komm mit hoch, dann kannst du ihn kennenlernen. Okay, das ging schnell. Wie cool, einfach mit einem Fahrstuhl hier so in der Wohnung. Ah, da ist er schon. Hi, ich bin Ronja. Wir haben jetzt ein Kind. Oh, cool. Freut mich, dich kennenzulernen. Wow, so ein schönes Haus habt ihr. In der letzten Familie, in der ich gelebt habe, war es ein bisschen dunkel und gefühlt saßen die auch nur im Wohnzimmer. Hier ist alles ein bisschen schicker eingerichtet. Ich wette, ihr wisst auch, dass ihr andere Stockwerke habt. Naja, auf jeden Fall, komm mit. Okay, wo geht's lang? Oh, in den Fahrstuhl? Wow, das sieht ja cool aus hier unten. Warte, sag mir nicht, das ist mein Zimmer. Ja, doch, hier wohnst du. Oh, cool, wie super. Oh mein Gott, ich kann Fernsehen, ich kann PC spielen, ich habe ein Riesenbett, ich habe ein Riesenbadezimmer mit einer bodentiefen Dusche. Zieh dir was Cooles an und dann komm hoch. Oh, wir machen wahrscheinlich was. Alles klar, dann ziehe ich mich mal schnell um. So, einmal umgezogen. Cool, dass sie auch hier Sachen hatten. Was haben wir denn vor? Du kannst morgen schwänzen. Wir gehen jetzt auf ein Abenteuer. Oh mein Gott, das klingt nach einer super Idee. Ich bin so hyped. Es wird schon dunkel. Keine Ahnung, was wir noch vorhaben um die Uhrzeit. Aber ich bin mal super gespannt. Schicker Sportwagen. Ich glaube, deswegen kommt auch der Mann nicht mit, weil hier nur zwei Sitze drin sind. Ich will ja gar nicht auf die Idee haten, aber was machen wir bei der Polizei? Haben wir irgendwas verbrochen? Ich weiß, wir sind beliebt, aber wir müssen keine Verbrechen begehen dafür. Komm einfach mit. Okay, ich bin so gespannt, was wir hier vorhaben. What? Wir klettern aufs Dach von der Polizei. Okay, was machen wir jetzt hier oben? Wir stehlen jetzt den Hubschrauber. Was? Aber das ist illegal. Und auch direkt auf dem Dach. Und das klingt trotzdem noch super viel Spaß. Du darfst fliegen. Okay, dann fliege ich wohl mal. Komm rein. Nein, stopp. Ah, nein, 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 nein. Oh, ich hab sie nicht drin. Egal, ich flieg einfach. Ich suche dich zu Hause. Ich flieg zu unserem Haus. Wow, wie cool. Ah, nein, nein, nein. Okay, Steuerung ist noch nicht so drin. Das passiert wahrscheinlich jedem, der zum ersten Mal den Polizeihubschrauber klaut. Machen wir mich mal ein bisschen schneller. Ja, das sieht gut aus. Hoch, 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 hoch. Schnell über den Frühstücksladen. Das sieht doch schon besser aus. Wie cool. Was für eine coole Idee. Hier geht's hoch, hier geht's runter. Oh, wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Was am Ende von diesem Tunnel ist? Ich war noch nie bei diesem Tunnel und es war immer viel zu weit für mich zum Laufen. Aber ich wäre natürlich super neugierig. Ich fliege mal ein bisschen schneller. Ich habe jetzt auch so langsam den Dreh raus. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Ich hoffe, ich crash den Hubschrauber nicht. Hier geht's rum und... Ah! Au! Hilfe! Au! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wo bin ich hingeflogen? Nein! Stopp! Hilfe, was ist das hier? Ich fliege ins Weltall? So, bin wieder zu Hause.
Anja, los, wir sind noch nicht fertig. Komm mit. Wo geht's denn jetzt hin? Ey, ich muss dir die verrückteste Sache erzählen. Du kennst doch den Brookhaven-Tunnel. Wenn du da durchfliegst, dann kommst du in so ein komisches Portal und dann kommst du in den Weltraum. Aber keine Sorge, ich bin wieder zurück in der Stadt gelandet. Was machen wir als nächstes? Oh, ich freue mich so, dass ich morgen Schule schwänzen kann. Ich krieg gar keinen Schlaf heute Nacht. Ich wäre todmüde gewesen. Wir sind bei der Bank. Was haben wir bei der Bank vor? Wollen wir Geld abheben? Ja, genau. Wir holen Geld, damit wir den eigenen Wagen kaufen können. Oh mein Gott, das heißt, ich darf übermorgen mit meinem eigenen Auto in die Schule fahren. Du sollst ja auch beliebt sein. Oh, danke. Oh, hier ist doch der Automat. Ist gerade keiner da an der Kasse. Cool, ich krieg mein eigenes Auto. Oh, ich hätte gerne so ein richtig, richtig süßes, kleines. Und das würde ich gerne pink färben. Wow, okay, ja. Das ist ganz schön viel Geld. Ich kann mir vielleicht auch ein größeres Auto leisten. Da sind wir auch schon. Cool, hier. Oh, vielleicht hole ich mir ein Motorrad. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bin noch nie Motorrad gefahren. Vielleicht ist es ein bisschen riskant für den Anfang. Sag einfach, was du willst. Lass mich mal gucken. Weißt du was? Ich glaube, ein Motorrad wäre gar nicht schlecht. Und wenn es ganz pink ist, ist es natürlich auch noch mal ein bisschen cooler. Ja, sieht cool aus. Dann gehe ich mal zahlen. Okay, danke. Ich übe ein bisschen. Ich bin vielleicht ein bisschen zu klein für das Motorrad. Seht ihr, wie ich hier hänge, weil einfach der Motor hier vorne ist und ich dann einfach kaum drüber passe. Aber dafür bin ich super schnell. Oh, bist du schon da? Okay, kein Ding. Warte mal, ich fahre dich mal nach Hause. Dann kannst du sehen, wie meine Motorradfahrskills sind. Los geht's! Oh, hier ist ein Polizeiwagen. Da fahre ich vielleicht mal nicht vorbei. Ich habe ja keinen Führerschein. Okay, wir wären zu Hause. Aber ich sehe gerade, wir wohnen direkt am Hotel. Oh mein Gott, ich war hier noch nie. Wollen wir mal gucken? Wie cool. Hä? Oh mein Gott, warte. Mama, wusstest du, dass es hier ein Hotel gibt? Das ist eine Überraschung für dich. Das Hotel ist eine Überraschung für mich? Ihr habt das Hotel gekauft? Das war vorher noch nicht da, oder? Das ist jetzt deins. Ich habe mein eigenes Hotel. Ich kann meine Schulfreunde hier einladen. Oh mein Gott, ich kann hier riesengroße Übernachtungspartys veranstalten. Wie cool ist das denn? Es ist noch nicht ganz fertig. Okay, dann können wir es uns hier ein andern Mal fertig angucken. Aber richtig, richtig coole Idee. Was für eine tolle Überraschung. Danke, Mama. Was für ein ereignisreicher Tag hier. Es ist einfach auch schon wieder früh jetzt geworden. Ich glaube, ich muss jetzt aber meine Entscheidung treffen, wo ich permanent wohnen möchte. Möchte ich lieber bei der coolen Familie wohnen oder bei der Nerd-Familie? Schreibt ihr mal in die Kommentare, wo ihr lieber wohnen möchtet. Das Ding ist, die coole Familie ist zwar eigentlich echt spannend, aber nach einer Zeit habe ich dann gar keine Schulbildung, weil ich die ganze Zeit Schule schwänze und die ganze Zeit nur crazy Abenteuer erlebe. Andererseits, ich hätte mein eigenes Hotel. Ich könnte die beliebteste in der ganzen Schule sein. Ich glaube, die Entscheidung steht fest. Ich ziehe zur beliebten Familie. Okay, ich bin wieder da. Hi, Mama. Hi, Ronja. Bereit für das nächste Abenteuer? Sowas von. So, Leute, das war's dann aber mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Auf dem Screen könnt ihr klicken, dann kommt ihr direkt zum nächsten. Tschüss.